So, jetzt haben wir es. Zahlen. Kann ich doch sowieso schon kommen. Oder? Ja, kann er machen. Und dann kann er das Geld mir geben. Oder dir geben. Ich wollte helfen. Jana, ich wollte den was bieten, Haare schneiden. Ich habe mir gedacht, wenn die schon alle so liegen, die brauchen Haarschnitte und wenn sie da keinen Friseur haben, dann würde ich es gerne machen. Zwiebeln. Nach was? Nach Zwiebeln. Will oder nicht will, direkt eine Wärme auf, Freundschaft auf, die dann auch bleibt. Man ist danach traurig, wenn das Kind dann nicht mehr da ist, aber damit muss man eben leben. Das ist eben das Schicksal. Und ja, ich kann da nicht sagen, ich gehe da rein und mache nur meinen Job und gehe. Dafür bin ich nicht hingegangen. Ich will, dass die Kinder glücklich sind und die Eltern auch. Irgendwie. Mit seiner Freundin war er. Er hat eine Freundin? Ja. Ist sie hübsch? Ja, ich nicht. Na, wie ich nicht? Ist sie hübsch, meine ich. Du bist hübsch. Ist sie auch so hübsch wie du? Das brauchst du nicht beantworten. Nicht, dass wir danach Ärger kriegen hier. Bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal sagst du deinem Bruder, der soll seine Haare nicht beim Friseur schneiden lassen, sagst du, Toni ist hier, wäsche auch die Haare. Ja? Heute beim Essen. Dann sagst du mir beim nächsten Mal Bescheid. Ja? Pass auf dich auf. Tschüss, tschüss. Tschüss, Mama. Tschüss, danke. Tschüss. Schönes Mädchen wieder. Nach so einem Besuch ist immer so ein bedenkliches Verfahren. Da kommt alles wieder hoch. Weil du dann wieder in dein Auto reinsteigst und in dein normales Leben gehst. Dann erst nach dem Hospiz weiß man es zu schätzen, wie gut man es hat. Gesundheit, dass man die Gesundheit hat und der ganze Rest, andere Rest ist alles unwichtig.